Hanna hat gerade was Neues entdeckt. Was ist auf Hanatonic Reddit? 288 Mitglieder. Oh, du hast bitte. So richtig coole Community dort. Sie ist so geil, stellt euch vor, ihr Gesicht voll. Geile hat sie ja. Sorry, der Kommentar ist von mir. Sie ist einfach der Hammer. Oh. Okay. Marvin hat eine Überraschung für mich im Aufzug. Okay, wir haben einmal Hanatonic und einmal eine Es sind Hanna Tulnik und Anna Striegel! Ja, krass, und wer bist du? Pumuckl? Oh. Leon, Hanna hat ein Geschenk für dich. Denkst du, ich bin komplett behindert? Ja. Sorry! Das, wie du aussiehst, das ist aus wie Hanna Tulnik Zweitbesetzung, wenn irgendwas passiert in deinem Club. Good morning, America! Ich glaub, der Adi liebt. Die Schweizer sagen halt einfach so. Das hab ich auch gehört. Nein, das hab ich auch gehört. Weil jeden Tag mal ich sag jeden Tag. Gut, ich hab auf Video rein. Hanna, Adi ruft dich an. Oh mein Gott, ich hab ab. Hä, lass uns an. Das ist mein Handy. Aber mein Freund. Freund. Hi. Ist für dich. Hi. Jared hat einfach Merch gemacht, und zwar Kondome, und da steht eng, feucht und dreckig drauf. Sogar du sitzt drauf. Ich dann so beim Battle, ja? Ich versuche sie mal zu demonstrieren. Oh, es könnte was gehen. Heute oh mein Gott. Holy shit. Leon hat auch so einen Kasten zu Hause und wir hören jeden Abend eine Glasscheibe brechen. Was soll so ein Kondom kosten? Für dich gar nichts. Oh, danke. Aber nur, wenn ich... Nur gebraucht. Also jeder, der zu mir herkommt und sagt, eng, feucht und dreckig, bekommt dann das. Stell mir gerade einfach vor, wie er so ein Date hat, durch die Innenstadt läuft und auf einmal kommt irgendjemand, eng, feucht und dreckig. Ja, passt. Heute haben wir was Komisches über Malenci rausgefunden. Wir haben gerade erfahren, dass Malenci mit DJ Ötzi geschrieben hat. Ich wollte ihn auf einen Kaffee einladen und dann hat er mich auf einen eingeladen. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Und ich finde es ja echt schade, dass aus dieser Begegnung nichts geworden ist. Also habe ich meinen Kumpel DJ Ötzi angerufen und ja, komm rein. Aus irgendeinem Grund hat Leon von der Überraschung mitbekommen. Nur, dass er nicht ganz gecheckt hat, dass nicht wirklich DJ Ötzi kommt. Ich kann nicht glauben, dass DJ Ötzi kommt. Das ist einfach... Du lächelst, als ob der Date vorbei kommt. Ihr steht, wie du lächelst. Ich lächle nur. Hast du mich jemals so nervös gesehen, wenn ich auf dem Date gehe? Nee. Das ist es ja. Es ist nichts mit mir. Es ist alles ganz normal. Ich habe überhaupt nicht mit meinen Haaren rumgedreht. Du forst mich hier in eine Situation rein, die überhaupt nicht so ist. Das wird alles so gekannt. Ja, ja. Geh dich schick machen. Vor allem Leon ist eh fast blind. Der checkt's eh nicht. DJ Ötzi, falls du das siehst. Schalt weg. Es gibt da so einen Celebrity, über den du öfter redest, mit dem du dich mal treffen wolltest vielleicht. Nein, hör mir auf. Und ich dachte, heute ist vielleicht der Tag. Meine Pizza, sorry. Okay, natürlich, Prioritäten gehen vor. Sorry. Ich habe meine Connections spielen lassen. Es ist gerade ein wichtiger Moment. Komm rein! Wir haben ja schon mal geschrieben. Ich kann nicht. War nett, dich kennenzulernen, DJ Ötzi. Du kannst mich DJ nennen. Hat dir das alles Mike beigebracht? Die Jokes? Ja, ja. Wow, ich muss es runternehmen. Du bist gar nicht Hanna. Ich wusste, das sind Fake-Haare. Ich wusste es. Mach das nochmal, das hat ziemlich geil. Shut the fuck up.